Was war's dann eigentlich? Cherrybomben. Ja. Buch ans Herz legen. Nein, das nicht. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? 2.48 Uhr. Ups. Jetzt hoffe ich doch. Ich sag's nicht. Wir schlafen jetzt mal, sagen wir mal, 5-6 Stunden, würde ich sagen. Und du schwebst irgendwie in der Luft, ich weiß es nicht. Wir sind jetzt gut ausgeruht. Frische Luft. Also gut. Gehen wir mal zu Moira. Wir müssen ein bisschen was verchecken, wir müssen was loswerden. Ich wünschte, es gäbe mehr Leute wie Sie auf der Welt. Ups. Ich möchte, dass Sie das hier annehmen. Ich hoffe, dass es Ihnen immer Schutz bieten kann. Vielen Dank, natürlich. Sei gesegnet. Hi. Oh, tschupp. Zu dem wollen wir nicht. Wie heißt der Vogel nochmal? Moriarty. Mit dem sprechen wir später. Ich darf nicht mit Fremden sprechen. Habe ich dich angequatscht oder was? Hey, keine Sorge wegen dem Geruch, okay? Ich habe nur ein paar Chemikalien getestet und die Dämpfe sind völlig harmlos. Echt jetzt? Ich habe auch gerade einziehen lassen. Ist völlig ungefährlich. Was können wir Ausrüstung reparieren? Haben Sie Kronkorken für mich? Dann gibt's keine Probleme. Die Sniper? Okay. Die Rupe kannst du mir reparieren. Das Lasergewehr... Preis 88 Grundkorken. Nee. Was ist denn das Ding eigentlich wert? Steht ja gar nicht. Okay, würde man sagen, Angebot? Schauen Sie ruhig. Ich schau. Die neuen Schuss nehme ich mir mit. Kann ich gut gebrauchen. Als nächstes nehme ich noch mit, den Nuka-Cola-Automat brauche ich nicht. Wir haben eh so wenig Kohle. Das nicht. Mal gucken, hat sie. Stimbergs hat sie 9 Stück. Jawoll. Akzeptiere ich erst einmal. Hat die auch. Mal mal Schrotfimpel. Schrotmunition. Stabsaucher, bla bla. Tasse. Sieht nicht so aus. Wie viel Munition habe ich eigentlich für die Schrotfimpel? Schrotpatronen 66. Hat sie keine. Also gut, hat sie keine. Gut, ist kein Problem. Die kannst du haben. Die Atombombe behalte ich erst einmal. Das Lasergewehr, Gewicht 8 Kilo, 353. Das Kampfmesser kannst du haben. Die Gleisnägel, ich weiß nicht, die haben kein Gewicht. Das Gewehr kannst du haben für 50. Jetzt wird erst einmal das ganze Tralala verkauft, was Gewicht hat. Und dann die Munition. Und dann den ganzen Rest drumrum. Die Robe brauche ich noch, die will ich nicht verkaufen. Die Stange kippen mit 2 Kilo kannst du haben. Stealth Boy mit 1 Kilo, weg damit. Das Sturmgewehr kannst du haben. Brauche ich eh nicht. Die Eier hier. Das ist ein bisschen, 642. Die zwei raketlich. Psycho kannst du haben. Die Plasmamine. Die Mini-Atombombe ist zu viel. Mentats. Jetzt brauche ich noch was für 2. Habe ich noch was für 2? Mikrofusionszelle. Ach, weißt du was? Gute Jagd!
Nee, wir machen keine Mission von ihr. Wir haben ja schon, ne? Ich bin bereit für weitere Recherchen über das erste Kapitel. Nein, bin ich nicht bereit. Ich muss jetzt und los. Immer dran denken. Ich kaufe alles. Ja, ich weiß. Doc mit? Komm mit. Hallo. 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 Oh, apropos. Oh, er kommt sogar hinterher. Wo ist eigentlich mein Pfaffe? Warum betet er nicht? Für unsere verlorenen Seelen. Wo ist er denn eigentlich? Hallo. Warum steht er denn in der Pissbrühe? Was gibt's? Megaton-Siedler. Hey, was kann ich für Sie tun? Speisekarte. Hey, ich sage ja nicht, dass alles frisch ist, aber es hält Sie am Leben. Nüsse, Nüsse, Nüsse. Wie wär's denn mit Stimpaks 5 Stück? Jawohl, aber du hast keine. Nee, Zuckerbomben hast du keine. Schade. Akzeptiere ich. Mal kurz gucken. 0,5. Die hat 308. Dann würde ich sagen, verkaufe ich hier das da. Macht 165. Ja. Das passt irgendwie. Dann kriegst du noch die Splittergranaten. Das wird ein wenig viel. Hör mal. Quatsch, hier. 85. Haben wir noch eine? Ach, komm schon. 300 und dann bräuchten wir noch was für 8. Die Gleisnägel kannst du haben. Und dann kannst du noch Kram haben und dann sind wir bei 308. Gefällt mir irgendwie. Die Zuchtbunker könnte ich natürlich kaufen. Macht Rad minus 2 und die Pi. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Macht 168, aber ich will da irgendwas zu verkaufen. Die Energiezellen kannst du haben. Von mir aus Fleisch und Bohnen kriegst du von mir. Cherrybomben 2 Stück. Die Knusper-Dinger kannst du haben. Ja. Hauptsache, ich hab das Zeug los. Splittergranaten. Ups. 54. Was sind wir denn daheim? Da sind wir daheim. 45. Und dann... ja. Das habe ich mir gedacht. Wir haben... Machen wir es so. 51. Viel Spaß. Ja, werde ich haben. Ich bin hier, nur für den Fall. Flohpelz, mitkommen. Wo müssen wir an... Ah, da müssen wir lang. Nein, da müssen wir nicht lang. Wir müssen da, oder? Da ist der Ausgang. Ja. Hier ist der Ausgang. Morgen. Moin, moin. Immer hoffen, der Händler steht draußen vor der Tür. Jawohl. Mein Freund Doc Hoffmann steht auf einer toten Ameise. Hey. Ah, willkommen, erschöpfter Reisender. Sie sehen so aus, als könnten Sie etwas Entspannung und eine chemische Aufmunterung gebrauchen. Ziehen Sie nicht weiter. Ich bin Doc Hoff, Lieferant feinster medizinischer Waren und chemischer Hilfsmittel. Wie kann ich dienen? Das ist Doc Hoffmann. Doc Hoff natürlich, Doc Hoff. Etwas reparieren, etwas kaufen. Sehen wir doch mal, was der gute Doktor in seiner Tasche hat. Wodka will ich nicht, die Zuchtbunker. Oh, Zuckerbomben hat er dabei. Stimpaks, 7 Stück. Ach, diese Musik, eigentlich wunderbar. Dann Firma Red Away. Ich liebe dieses Lied. Es ist ein japanisches. Also mit japanischen Schriftzeichen. Ich weiß leider nicht, wie es heißt.
Dann haben wir noch das hier. Die Munition verkaufe ich nicht. Hat du eigentlich Munition? Nö, der hat sowas nicht. Junkfood. Stimpaks, 81. Oh, Splittergranaten noch. Die Mini-Atombombe kann ich dir geben. Das Lasergewehr kannst du haben. Oh. Wunderbar. Preise den Herrn. Halleluja. Alles klar. Mit so jemandem macht man gern Geschäfte. Ich muss jetzt los. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie etwas Besonderes benötigen. Ja, die Händler können bei mir alles verkaufen und... Oder... Die Händler haben alles. Munition, Nahrung, Klamotten und so weiter und so weiter. Wo will ich denn eigentlich gerade hin? Ah, schöner Himmel, ne? Da drüben kreisen die Aasgeier. Wir wollen... Warte mal ganz kurz. Ne, ich will eigentlich nicht warten. Wir reisen mal ganz schnell nach... Zum Polizeihauptquartier? Nicht zum Polizeihauptquartier? Naja, eigentlich nicht, ne? Reisen wir zum Schrottplatz? Gehen wir mal zum Schrottplatz. Von da aus geht's dann... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich gerade hin will. Eigentlich... Ne? Eigentlich... Gehen wir mal dahin. Ja, es tut mir leid. Du bist ein guter Junge. Aber hier ist es so gefährlich. Warte bei Volt 101 auf mich. Ich weiß. Richtig gehört. Ab hier. Habe ich eigentlich die Waffe schon? Ja, habe ich schon. Ich weiß. Uff. Alter Schwede, was geht denn jetzt ab hier? Ach, guck an, die Talon-Brüder. Ich habe natürlich immer noch das Ding hier an. Wenn ich das Auto treffe, dann kriege ich die Punkte noch. Ach, mein Hund. Dachte gerade. Wo war der? Es waren nur zwei Brüder? Wie kann das sein? Die Jagdflinte. Ich wollte eigentlich dann aufsteigen und dann runterfallen, aber ey, passt ja. Ach, der Hund geht wieder auf. Genau. Hier ist Megaton. Da ist der Händler. Okay. Das ist nur ein Schild. Mal ganz kurz. Wir sind... Was haben wir denn eigentlich an Rad 271? Och, das dürfte sich ja nicht... Na. Gut. Dann hätten wir das auch. Klamottenmäßig.